Ja, Helmut, also heute am Bürgerinitiativstand hier wieder unsere aktiven Kriegsgegner und Friedensfreunde und wir haben, glaube ich, wieder einige interessante Themen. Helmut, bitte. Also ich möchte hiermit die Friedenskundgebung eröffnen, die wir jede Woche bisher machen, weil die Lage in der Welt ziemlich schwierig ist, also ziemlich kritisch ist, es ist sehr viel Kriegsgefahr in der Welt und von daher wollen wir gegen die Kriegsgefahr uns stellen und besonders, weil unsere Politik auch, die Politik der Deutschen, aber auch der meisten Regierungen ist relativ schlecht. Also es ist eine schlechte Politik, die gemacht wird, Friedenspolitik insbesondere. Und von daher gibt es immer noch das Risiko, das Manifest von Russell und Einstein sagte vor über 60 Jahren, dass es keine Kriege mehr geben darf, weil jeder Krieg zur Vernichtung der Menschheit führen kann. Und dennoch gibt es immer noch Kriege. Und das ist eben die Katastrophe. Jetzt letztes Jahr hatten wir den Beschluss, die Atombomben zu verbieten. Aber das ist noch nicht ratifiziert, weil dafür 50 Staaten mitmachen müssen. Und Deutschland macht bisher nicht mit. Und die ganze gesamte Westen macht nicht mit. Also von daher ist das eine ziemliche Katastrophe. Ja, das ist erstmal für den ersten Anfang ist das, was ich jetzt erstmal sagen wollte. Und jetzt kann der Reinhard sich mal melden. Ich bin der Reinhard und ich wollte was zu unserem Treffen oder ja, zu der Veranstaltung vom Flaggentag im Braunschweig in der Dornse sagen. Der war am 6.7. und wurde der Gedenktag Mayors for Peace in der Dornse des Altstadtrathauses begangen. Nach der Begrüßung, Einführung und dem Grußwort ergriffen viele Redner das Wort. Die Redner waren sich in der Sache einig, keine Kriege in der Welt zuzulassen. Atomwaffen müssen geächtet werden. Frau Yoko Schlütermann als Vertreterin des japanischen Kulturkreises setzte sich mit der aktuellen Situation in Japan auseinander. Sie machte auf Gefahren aufmerksam, dass selbst die friedliche Nutzung von Kernenergie die militärische Nutzung befördert. Eine Einspielung von Professor Harald Lechs bestärkte die Anwesenheit in ihrer Arbeit. Es wurde dort ein Video aus Lechs Kosmos gezeigt. An der nachfolgenden Diskussion nahmen Kirchenvertreter unterschiedlicher Konfessionen und weltlicher Organisationen teil. Jeder hatte seinen eigenen Blick, aber das Bestreben zur Verhinderung von Kriege einte alle. Redebeiträge im Einzelnen sprachen den Beitrag zu den einzelnen Beiträgen sind im Netz zu finden. Alle Redner und Diskutanten waren sich einig, dass immer noch die Gefahr eines vernichteten Weltkriegs besteht. Ein wesentlicher Grund wäre auch eine direkte Konfrontation zwischen den USA, der EU und Russland. Auch der anstehende Wirtschaftskrimi, um die in ihrer Rolle kämpfende NATO, macht die Sache nicht einfacher. Dazu nochmal, der Willi Wimmer hat einen entsprechenden Artikel dazu auch geschrieben. Er sagt, mehr Geld für Kriege, die wir nicht wollen. Trump scheint ein amerikanischer Wiedergänger aus der griechischen Mythologie zu sein. Er ist da, aber man wird nicht schlau aus ihm. Möglich ist auch, dass man den Europäern und damit den Deutschen seit Jahrzehnten verheimlicht hat, was eigentlich in den Vereinigten Staaten politisch, gesellschaftlich und sozial und wirtschaftlich so alles los ist. Es soll wohl nach dem Vorbild der Staatsmedien, dem Berichterstattung von ARD und ZDF, nur das rüberkommen über den Atlantik, was uns vor der amerikanischen Macht und Größe erschaudern lässt. Amerikanische Senatoren werden regelmäßig bei der Münchner Kriegskonferenz die Halbgötter empfangen. Jetzt aber kommt Gott höchst selbst, das Oberhaupt der ehemaligen westlichen Wertegemeinschaft, die längst zur westlichen Tätergemeinschaft verkommen ist.
wie ein Zeitgenosse unlängst schrieb. Der Flitter ist seit dem Jugoslawienkrieg völlig abgeräumt und nur noch die harten Knochen der global ausgreifenden amerikanischen Kriegsmaschinerie sind erkennbar. Es kommt mit Präsident Trump kein Partner oder Freund zu diesem NATO-Gipfel. Es kommt der Lehnsherr, der Tribut einfordert und ungeschminkt und brutal. Dieses andere Amerika, von dem sich Trump so gerne und so begründet absetzen will, hat den gesamten Westen in die Misere gestürzt und die USA zuallererst. Präsident Trump ist vielleicht die letzte Rettung für ein Land, das alles und damit zu viel dafür getan hat, die Weltherrschaft anzutreten. Man hat sich übernommen und steht vor dem Bankrott und will jetzt vor dem Deal mit dem Präsident Putin noch deutsches Geld, um sich überhaupt noch über Wasser halten zu können. Die NATO ist nur noch gelebte Bewusstseinsspaltung und unsere Bundeskanzlerin ist gegenüber Präsident Trump in einer Weise beflissen, wie es jemand nur sein kann, der in einem anderen Lager fest verankert ist. Ich nehme an, er meint damit den Deep State, den tiefen Staat. Danke. Hallo, mein Name ist Michael Könisch. Ich habe gestern auf dem Weg zur Arbeit wieder so ein paar Zeitungskioske passiert und vor denen stehen ja immer diese Aufsteller der bekannten bebilderten Zeitung und die gestrige Schlagzeile war die Polizei bei Boris und Lilly. Ja, wenn das der Nachrichtenaufmacher ist von einer großen Zeitung, dann zeigt das ja wohl ganz klar, dass wir so ein bisschen dumm gehalten werden sollen. Zum einen zeigt es, dass die Polizei garantiert nicht bei Boris und Lilly, wer auch immer es sein mag, war. Und zum anderen wird unsere Aufmerksamkeit von wichtigen Sachen durch solche Kinkerlitzchen abgelenkt. Viel eher hätte vielleicht eine Schlagzeile da stehen können: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages stellt fest, dass der Syrienkrieg, dass die Beteiligung der westlichen Staaten am Syrienkrieg völkerrechtswidrig ist. Das hat der nicht irgendein Verschwörungsspinner, sondern der wissenschaftliche Dienst des Bundestages festgestellt. Und in unseren Medien erfolgt als einzige Reaktion die Nachricht, die Polizei bei Boris und Lilly. Das ist nicht adäquat und das heißt, wir müssen gucken, dass wir uns selbst informieren und dass wir uns über diese Sachen schlau machen, damit nicht weiterhin in unserem Namen Verbrechen gegen das Völkerrecht und Verbrechen gegen die zum Beispiel in Syrien lebenden Menschen verübt werden. Guten Morgen, ich hoffe, ich bin zu verstehen. Mein Name ist Elke Schrage. Noch ist das hier mehr so ein Selbstgespräch, aber wir hoffen eben, dass wie 2003 und 2002 vor dem Irakkrieg sich doch Menschen sammeln, die ein bisschen mehr Interesse haben, als nur das zu lesen, was in ihrer Zeitung steht und die sich darüber austauschen wollen, über die Sorgen, die sie haben, denn die Sorgen haben sicherlich viele Menschen. Wer das Weltgeschehen verfolgt, kann natürlich die Kriegsgefahr sehen. Auch wenn die Regel gilt, dass in Bündnissen und auch Atommächte untereinander keine Kriege gegeneinander führen, erleben wir ja heute eine Militarisierung und wir erleben das Wegbrechen von ganzen Regionen in Kriegen. Wir hatten am 6.7. den Internationalen Flaggentag in Braunschweig in der Dornse gefeiert und befinden uns jetzt hier heute zwischen diesem Flaggentag, der dazu dienen soll, Atomwaffen endgültig zu bannen und auch den 50-jährigen Atomwaffensperrvertrag zu erweitern und durch einen echten Verbotsvertrag zu ersetzen. Die Initiative ICAN, die daran arbeitet, hat innerhalb kürzester Zeit 122 Staaten der UNO zur Unterschrift für ein Verfahren bekommen, das letztendlich Atomwaffen bannen soll.
Das wurde im letzten Sommer gefeiert und führte auch zur Verleihung des Nobelpreises, des Friedensnobelpreises an diese ICAN-Gruppe. Und damit entsteht wieder die Hoffnung, Atomwaffen zu bannen. Der Schrecken der Atombewaffnung ist aus dem Bewusstsein verschwunden seit dem Fall des Eisernen Vorhanges. Herrscht der Eindruck, es gebe eine dauerhafte Abrüstung. Es sind auch an Zahlen viele Atomwaffen vernichtet worden, aber nach wie vor sind weltweit noch 1800 Atombomben in Alarmbereitschaft und jederzeit innerhalb von Minuten zu zünden. Diese Atomwaffen sind auf Städte gerichtet und wir erleben gerade in den Kriegsregionen die massive Zerstörung von Zivilstruktur und von Städten. Städte sind Zivilisationssprünge. Sie haben dem Individuum Mensch Freiheiten für sich, aber auch für Gemeinschaften ermöglicht. Und die Vernichtung von Kulturen und von Staaten läuft auch über die Zerstörung von Städten, wie wir es für Aleppo oder Mosul oder jetzt Huwaida im Jemen erleben müssen. Zu Anfang des letzten Jahrhunderts waren in Kriegen 5% aller kriegstoten Zivilisten. Und es ist auch ein Teil unserer Moderne und Waffentechnik, dass am Ende des letzten Jahrhunderts 95% aller kriegstoten Zivilisten sind. Das ist einfach die billigste Art, Krieg zu führen. Sich vorrangig das schwächste Ziel, ein weiches Ziel, Zivilisten sind weiche Ziele, Infrastruktur ist weich, sind weiche Ziele, vorzunehmen, wie das jetzt der Nahe Osten erleben muss. Dort werden ganze Länder ihrer Zivilgesellschaft, ihrer Zivilisation, ihrer Menschen und ihrer Würde beraubt. Und es wird Jahrzehnte dauern, wenn überhaupt, bis dort wieder eine lebenswerte Gesellschaft entstehen kann. Dass der atomare Schrecken aus unserem Bewusstsein verschwunden ist, betrifft beide Felder, die zivile Atomenergie und auch die militärische Atomenergie. Bei der zivilen Atomenergie ist es so, dass mit dem Atomausstieg nach der Katastrophe von Fukushima natürlich ein großer Schritt getan ist, aber mitnichten wird Deutschland frei von Atomanlagen sein. In Lingen werden Brennelemente hergestellt, die in die ganze Welt gehen. Und Gronau dient der Atomanreicherung, also einem Verfahren, für das Iran massiv am Pranger steht. Auch wird weiterhin Atommüll produziert. Und die Entsorgung dieses Mülls ist völlig ungeklärt. Dieser Müll ist zum Teil Material für Wiederanreicherung und natürlich auch für Atomwaffen. Wir konnten am Flaggentag über den Beitrag von Frau Schlütermann von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft eben auch hören, welche Rolle das Militärprojekt in Japan mit der Atomenergie verwirklicht. Die haben dort eben diese Atomenergie, weil zivil, für gut befunden, während die militärische natürlich schlecht ist. Japan ist das einzige Land, was einen Atomwaffenangriff erleiden musste. Das war in der Bevölkerung nicht durchzusetzen, aufzurüsten oder gar selbst Atomwaffen zu haben. Aber Frau Schlütermann hat diese Geheimverträge aufgezeichnet und auch die Entwicklung, die jetzt immer offener wird. Als Fukushima passierte, wurden sämtliche Reaktoren in Japan abgestellt und die Industrie ist nicht zusammengebrochen. Mit dem Hinweis auf die angebliche Aggression von China wurde aber das Atomprogramm wieder hochgefahren. Und da war schon klar, das dient auch der militärischen Nutzung. Und dieser Wahnsinn, wo Ärzteorganisationen nur sagen können, wir werden euch nicht helfen können, die Überlebenden werden die Toten beneiden, wenn solche Waffen zum Einsatz kommen. Diesem Schrecken müssen wir uns wieder entgegenstellen. Die Waffen sind weiterhin da und niemand wird behaupten, dass die Welt sicherer geworden ist. Mitnichten. Es gibt eine große Instabilität zwischen den Weltmächten, die natürlich nicht sich gegenseitig mit Atomwaffen angreifen werden.
Also so viel Vernunft ist da sicherlich, so hoch pokern wird da keiner, von Unfällen mal abgesehen. Aber das erhöht auch die Bedeutung von Stellvertreterkriegen. Und in Syrien hat sich sehr schnell gezeigt, es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg, der diese Flamme dort sehr hat hochkochen lassen. Und Stellvertreterkriege mit hohem Verlust an ziviler Infrastruktur, an Menschen und an Zivilisation ist das, was unsere heutigen Kriege auszeichnet. Deutschland ist vielleicht im Rahmen der NATO relativ sicher und hat sich mit dem Atlantischen Bündnis auch einen vorrangigen Platz besorgt. Aber Deutschland ist sowohl ein möglicher Akteur als auch ein mögliches Angriffsziel, wenn es um Atomwaffen geht. In Büchel lagern weiterhin 20 US-amerikanische Atomwaffen, die von deutschen Piloten geflogen werden können, also innerhalb der NATO-Teilhabe verfügt auch Deutschland über einen Zugang zu Atomwaffen. Deutsche Piloten üben die Hauptquartiere Ramstein und demnächst auch Ulm. Das ist immerhin neben einem Ort in Virginia das zweite NATO-Hauptquartier, sind integraler Bestandteil der NATO-Kriegsmaschinerie. Und Deutschland ist Teil davon. Immer zu sehen als Akteur und auch als potenzielles Angriffsziel. Wir haben alle diese Planspiele nicht vergessen. Fulda Gap und auch Mittelstreckenraketen stand für die Vernichtung von Deutschland im Rahmen eines internationalen Konfliktes. Wir müssen uns dieser Dinge wieder bewusst werden. Und darum stehen wir hier. Wir hoffen, wir werden mehr, damit es wieder eine breite Bewegung geben kann. Vor dem Irakkrieg standen hier Hunderte, zum Teil Tausende Menschen. Schüler waren zur Demonstration angerückt, um zu sagen, diese vorgeschobenen Kriegsziele damals gegen den Irak, nämlich der Besitz von Massenvernichtungswaffen und auch die Unterstützung von Al-Qaida als Kriegsgrund, den Irak anzugreifen, die sind falsch. Das ist vorher erarbeitet und gesagt worden. Ich bin gleich fertig, Helmut. Und die Menschen, die sich hier getroffen haben, haben diese Informationen ausgetauscht, bevor sie dann nach dem Krieg über Colin Powell auch, was man merken konnte, dieser Außenminister war tief betroffen über das, was er getan hat, dass er den Geheimdiensten vertraut hat mit den Informationen, zugeben musste, das war falsch. Heute gilt dieser Krieg als völkerrechtswidrig und wie immer ein Krieg gegen Iran eingefädelt wird, auch der wird völkerrechtswidrig sein und wir sollten vorher genau hingucken, denn was dort passiert, wird auch auf uns zurollen, nicht nur in Form von Flüchtlingen, sondern auch in Form von einer instabilen Welt, wo auch Deutschland sehr schnell im Rahmen eines Stellvertreterkrieges unter die Räder kommen kann. Ich danke allen fürs Zuhören. Mein Name ist Brigitte Kornstein-Gülde und ich bin ehrenamtlich für das Friedensbündnis und das Friedenszentrum tätig. Und hier spreche ich aber für mich alleine und habe mich auch einer Gruppe angeschlossen, die immer wieder auf das Manifest von Einstein und Russell hinweisen, dass wir überhaupt keine Kriege mehr führen dürfen, weil jeder Krieg zu einem Atomkrieg ausarten kann. Und ich merke immer wieder, also ich habe hier so halb nur zugehört, weil ich nebenbei Flyer verteilt habe, und mit diesen vielen Zahlen und Namen kann ich nicht konkurrieren, muss ich auch nicht. Ich spreche meistens aus meiner eigenen Betroffenheit und ich hatte gestern eine Begegnung in meinem sehr nahen Umfeld. Da ging es um Fremdenfeindlichkeit. Und ich merke, es geht mir damit überhaupt nicht gut. Zu meinem Bekanntenkreis gehören viele fremde Leute, ohne dass ich jetzt die Länder hier aufzählen will. Und es ist für mich eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung. Es sind andere Kulturen, andere Sitten. Nicht alles verstehe ich und nicht mit allem bin ich einverstanden.
aber ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was hier in Deutschland passiert. Davon ganz abgesehen. Und ich wehre mich dagegen und ich habe gerade schon mit jemandem darüber gesprochen. Ich muss nur gucken, dass ich das sehr freundlich hinkriege. Dazu muss ich manchmal ein bisschen nachdenken. Weil es bringt überhaupt nichts. Ich könnte jetzt zurückschlagen, das kann ich. Aber das will ich eben nicht. Und ich habe kürzlich im Radio ein Interview gehört mit Menschen aus Leningrad, die ganz freundlich auch Deutschen gegenüber waren. Und die wurden gefragt, sagen Sie mal, sind Sie gar nicht wütend oder haben Sie Hass auf die Deutschen? Denn in Kriegszeiten, zu Hitlers Zeiten, ist ja Leningrad ausgehungert worden. Ganz unmenschlich. So wie das jetzt auch zum Beispiel im Jemen passiert und in anderen Ländern. Und irgendjemand hat, ich glaube, es war Frau Schrage in ihrer Rede neulich auf dem Flaggentag, früher waren 5% der Zivilbevölkerung betroffen. Heute sind es 95%. Und es gab an Zivilbevölkerung. Es gab einen tollen Leserbrief, habe ich in der Handtasche, macht nichts, der sehr gut schrieb zur Rüstungserhöhung. Ich habe einen Leserbrief geschrieben in Gemeinschaftsarbeit mit mehreren und habe geschrieben, die Erhöhung des Rüstungsetats ist ein Verbrechen an der Menschheit. So ist das. Und der schrieb, wer soll uns angreifen, wenn wir einen Atomkrieg anzetteln, wer auch immer, wir vernichten uns selbst. Wir sägen den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen, was allerdings ja auch in anderen Situationen gemacht wird. Ich denke da an Lohndumping und so. Das ist auch den eigenen Ast absetzen. Denn wenn ich wenig Geld verdiene, kann ich auch nichts kaufen. So, und das ist ja unser System. Aber ich war mal shoppen und bin heute für mich völlig neu eingekleidet. Hat 15 Euro gekostet bei Oxfam. Das ist Nachhaltigkeit. Und ich bin Schneidermeisterin. Ich kann und könnte die teuersten Klamotten hier anhaben. Muss ich kein Geld für ausgeben. Ich will damit nur sagen, ich muss das auch nicht. Nur es ist alles ein Kreislauf. Es greift alles in eins über. Und ich muss gucken, muss bei mir gucken, was will ich, was bewirke ich damit. Ich kaufe zum Beispiel gerne, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich mache das einfach mal bei Contigo. Das ist ein Fair Trade Laden. Da mache ich Politik, indem ich da kaufe. Ich könnte mich da dumm und dämlich kaufen, weil die verwenden alte Trinkkartons. Damit wird irgendwo, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, werden Arbeitsplätze geschaffen. Müll wird vermieden. Und das Ganze sieht auch noch toll aus. So. Ja, aber so viel Geld habe ich nicht, um mich dann dumm und dämlich zu kaufen. Aber die Sachen, die ich habe, die nutze ich. Und das ist eigentlich so, was heute so mein Anliegen ist. Und was ich auch mir selber sagen muss, ich muss bei mir selber anfangen. Und ich bin in manchen privaten Dingen noch so voller Groll und voller Hass. Und ich bin dabei, das im Moment abzubauen. Denn nur wenn ich mit mir selbst in Frieden bin, kann ich auch mit anderen in Frieden sein. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, ich wollte zwei Themen ansprechen, ganz kurz. Ich habe bei Free 21, einer Zeitschrift, die sozusagen die Mainstream korrigieren möchte, war getitelt worden, Kriegsverbrecher sind auf freiem Fuß. Das bedeutet, und dann sind ganz bekannte Gesichter auf Free 21 gezeigt worden. 12 ganz bekannte Gesichter, unter anderem Schröder, aber Bush natürlich auch, Obama und so weiter. Also auch, diese ganzen bekannten Leute sind alle, haben alle Angriffskriege befohlen. Und Angriffskriege sind das schlimmste Verbrechen, wie das Nürnberger Tribunal seinerzeit gesagt hatte. Es sind das schlimmste Verbrechen, das es gibt.
und Angriffskriege. Also deswegen hatten die Amerikaner sozusagen die Deutschen, 10 Deutsche hingerichtet und so weiter. Also sie haben ordentlich mal ihre Meinung gesagt. Das war eine sehr gute Meinung, aber im Moment halten sich die Amerikaner leider nicht mehr an diese gute Meinung. Das war mal eine gute Zwischenphase. Also da müsste man, und diese Tatsache, dass Kriegsverbrecher auf freiem Fuß sind, dass unsere Kriegsverbrecher Schröder, Fischer und Scharping frei rumlaufen und auch relativ gutes Ansehen haben, das ist eigentlich eine Riesenschweinerei. Und die Presse schreibt nichts drüber, die lässt das aus, aber es ist ganz offensichtlich, dass das so ist. Also von daher, das wollte ich mal so als Thema in die Runde werfen sozusagen, dass da darauf reagiert werden kann, dass man das diskutieren kann. Ja, dazu würde also auch die NSU-Morde würden so ein bisschen dazu passen. Jetzt ist ja gerade das Gerichtsurteil da gegangen, die Beate Scheppe hat lebenslänglich gekriegt, aber es sind ja ganz viele Sachen dabei verschwunden, Akten verschwunden und so weiter. Es ist der sogenannte Verfassungsschutz, das ist ja kein Verfassungsschutz, das ist ein Verfassungsgefährder sozusagen. Da sind also ganz viele Sachen gelaufen, wo wir aber nichts Genaueres wissen, weil die Akten verschwunden sind. Und von daher, das ist auch eine Geschichte, die eben zeigt, dass unsere Staaten leider alle nicht so recht nach Recht und Gesetz handeln, wie wir das eigentlich hoffen sollten. Ja, okay, das war erstmal so ein Stichwort, vielleicht hat jemand irgendwas dazu. Danke, Helmut. Ja, ich heiße aber noch Michael Köllisch. Ich wollte auch diesmal noch was zu den Rüstungsausgaben sagen. Und zwar finde ich es immer wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie groß das Kräfteungleichgewicht zwischen der Russischen Föderation und den NATO-Staaten ist. Die NATO-Staaten geben laut Informationen vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI im letzten Jahr 910 Milliarden US-Dollar für die Rüstung aus. Damit kann man eine ganze Menge Kriegsmaterial einkaufen. Ja, nun denkt man, wie viel wird Russland wohl ausgeben? Tja, Russland gibt 60 Milliarden, nach mancher Lesart auch 80 Milliarden für die Rüstung aus. Das ist ein Bruchteil davon. Nun sollen wir unsere Rüstungsausgaben noch weiter erhöhen. Und zwar alleine die Bundesrepublik Deutschland um einen Betrag, der ausreichen würde, um sämtlichen Hunger auf der Welt zu beseitigen. Das ist nicht richtig. Dieses Ungleichgewicht, 910 Milliarden zu, sagen wir mal, 80 Milliarden, dieses Ungleichgewicht, das muss doch wirklich reichen, um unsere Sicherheit zu garantieren. Dagegen jetzt weiter aufzurüsten, müssen wir protestieren. Das ist nicht gut für uns, für unsere Sicherheit. Und es ist vor allem ein Verbrechen an den Hungernden und Armen. Ja, ich bin immer noch Brigitte Konstein-Gulde und ich habe jetzt den Leserbrief rausgeholt und lese mal, ob ich alles vorlese, weiß ich nicht, aber einen Teil. Es passt nämlich zu dem, was Michael gerade gesagt hat. Wir tragen die Hauptlasten der US-Politik. Zu NATO droht Streit um Geld. Der amerikanische Maulheld Trump fordert insbesondere von Deutschland einen höheren NATO-Beitrag, obwohl wir durch die Folgen amerikanischer Kriegsabenteuer im Nahen Osten und Afghanistan und den daraus folgenden Flüchtlingsbewegungen bereits die höchsten Lasten tragen. Soweit erstmal. Und das passt auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn ich höre, wie negativ über Fremdländer gesprochen wird. Die sind hier, weil wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Ich meine jetzt mal die Regierung. Und das finde ich also ganz schlimm. Und da müssen wir hingucken und das tun wir immer nicht. Wenn wir eine selbstbewusste Regierung hätten, müsste als wirksame Gegenmaßnahme Deutschland... Moment, kann das hier nicht so gelegt... Deutschlands Austritt aus der NATO erfolgen und der Handel mit Russland und Iran ausgeweitet werden. Stattdessen sprechen deutsche Politiker von einer Wertegemeinschaft mit Amerika, von Arnold Stepukat-Wolfsburg.
So, das hat mich sehr beeindruckt, dieser Leserbrief. Und ich denke, so ist es. So, wir sind die Verursacher. Wir sind auch die Verursacher, dass die afrikanischen Menschen hier kommen, weil wir sie ausgebeutet haben, weil wir die Billigprodukte, unsere Hähnchenabfälle, die schicken wir dort tiefgefroren hin und machen damit die dortige Wirtschaft kaputt, die eigene Wirtschaft. Das heißt, es ist ein Kreislauf und es ist ein Teufelskreis wie in vielen Dingen und wir müssen an ganz vielen Stellen diesen Teufelskreis unterbrechen und deshalb stehe ich hier und opfere meine Zeit. Ich habe gewisse andere Dinge zu tun, aber ich finde das ganz wichtig, hier immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Und manchmal, ich habe vorhin Flyer verteilt, heute ging es sehr gut, manchmal ist das sehr heftig, weil die Leute es gar nicht wollen. Und es ist eben meine Aufgabe, so weit und so gut ich es kann, mit meinen Mitteln und meine Möglichkeit, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Dinge. Dankeschön. Vielen Dank, Brigitte. Wir hatten schon über den Flaggentag gesprochen. Darum möchte ich nochmal, ich heiße immer noch Elke Schrage, darum möchte ich nochmal auf eine Veranstaltung hinweisen, die Anfang August auch traditionell gefeiert wird, anlässlich der Gedenktage der Atomwaffenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August. Findet am Freitag, dem 10. August, wieder eine Gedenkveranstaltung an der Oker statt, zu der Lichter, symbolisch Friedenslichter, zu Wasser gelassen werden. Der Beginn der Veranstaltung ist 19.45 Uhr an der Brücke am Theater Steinweg. Wer helfen möchte beim Aufbauen, kann sich um 18 Uhr einfinden. Braunschweig ist Teil der weltweiten Bewegung von 7.000 oder 8.000 Städten, Helmut, der Mayors for Peace, wo Bürgermeister sich weltweit zu dieser Frage versammeln, um im Namen ihrer Städte den Willen zu bekunden, ihre Städte atomwaffenfrei zu halten. Das ist eine Leistung, wo ich glücklich bin, dass Braunschweig eben teilnimmt und auch einen Geist des Friedens damit am Leben erhält. Auch deshalb ist es ein Fortschritt, dass Aktivisten das geschafft haben, diesen Gedanken des Flaggentages, wo nochmal explizit die Verbannung der Atomwaffen wachgehalten werden soll, auch hier in Braunschweig zu etablieren. Wir hatten eine Bürgermeisterin, die zugegen war, die Frau Ide, in der Dornse fand sich ein großes Auditorium, um diesen Gedanken weiterzutragen. Das war das vierte Mal und wir hoffen, es geht weiter, dass die Welt nach diesem Atomwaffensperrvertrag, 50 Jahre Atomwaffensperrvertrag, zu einem echten Atomwaffenverbotsvertrag kommt. Der Sperrvertrag sieht nur vor, dass die Atommächte ihre Atomwaffen nicht weitergeben. Niemals haben Atommächte irgendetwas unterschrieben, dass sie abrüsten wollen oder dass sie ihre Atomwaffen bannen wollen. Lediglich die Nicht-Atomwaffenstaaten haben bisher unterschrieben, eben auf Atomwaffen zu verzichten. Also es gibt diese Initiativen, die ICAN-Initiative, hoffentlich zu einem echten Atomwaffensperrvertrag, so wie auch andere Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen gebannt wurden. Die ist eine große Kampagne gegen den Einsatz von Minen gegeben hat, weil klar war, wie sehr das die Zivilbevölkerung betrifft. Atomwaffen werden natürlich auch ausnahmslos Zivilbevölkerung vorrangig treffen. Also Braunschweig ist Teil dieser Bewegung und wir hoffen, dass wir diesen Geist hier auch verbreiten können. Am Freitag, dem 10. August, 19.45 Uhr, ist das Treffen hinterm Theater an der Okerbrücke, um dann gemeinsam zum Hiroshima-Ufer zu gehen und dort an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Das ist kostenlos und frei für alle Menschen. Vielen Dank. Ja, ich wollte noch mal vier, also die meisten Leute haben ja das Gefühl, dass Deutschland so ganz in Ordnung ist. Es ist relativ beliebt in der Welt und
macht gute Sachen sozusagen, theoretisch. Ich wollte darauf hinweisen, dass Deutschland halt einige Verbrechen begeht, und zwar systematisch sozusagen. Und da wollte ich eben auf vier Verbrechen hinweisen. Das eine sind die Angriffsübungen deutscher Piloten mit amerikanischen Atomwaffen, womit wir gegen das Atomwaffenverbot im 2+4-Vertrag verstoßen. Also, und das tun wir schon ewig. Also von daher, das ist also eine große Schweinerei. Der Bundestag hatte beschlossen, dass die Waffen wegkommen. Pustekuchen, sie werden stattdessen modernisiert, das heißt, sie werden noch gefährlicher gemacht. Also von daher ist das eine ziemliche Schweinerei. Und das Zweite ist die Drohnenmorde. Die Drohnenmorde von deutschem Boden aus. Ja, es werden von Ramstein aus, machen die Amerikaner sozusagen ihre Drohnenmorde in der ganzen Welt. Und wir schauen zu. Wir sagen, ach, wir wissen von nichts. Aber es ist völlig bekannt, dass die Leute das machen. Also von daher ist das auch eine große Schweinerei. Und die andere Geschichte, dass wir einen Syrienkrieg mitmachen, ganz unauffällig, aber wir machen ihn mit. Wir schicken unsere AWACS-Flugzeuge nach Syrien. Und von daher ist das eben auch, das ist auch völkerrechtswidrig. Also von daher, ja. Und dann, was inzwischen ziemlich in der Versenkung verschwunden ist, sind die Massensperrangriffe auf die Telefone deutscher Bürger, dass eben die deutsche Abwehr sozusagen auch über alle Deutsche Bescheid weiß und das an die Amis weiterleitet. Also von daher ist das auch ein wichtiges Thema. Dagegen laufen sozusagen Bücheldemonstrationen jedes Jahr. Kann man jetzt auch noch dran teilnehmen. Das macht der Ernst Ludwig Eskenius in erster Linie, macht das auch zum Beispiel. Und die Rammstein-Woche, die läuft also jedes Jahr auch. Das ist der, ja, okay, also da sind gute Sachen. Ja, und ja, okay, dann wollte ich mal darauf hinweisen, dass natürlich die Rüstungskosten dicke ausreichen, um die ganze Menschheit ein wunderbares Leben zu machen, aber stattdessen wird es in die Rüstung verpulvert und eine Riesenschweinerei. Okay, daher Protest gegen die 2%, wir brauchen eine vernünftige Politik. Okay. Ich wollte nur mal fragen, bei Maybrit Illner ist das Wort Schutzgelderpresser gefallen. Und Schutzgelderpresser, das sind Leute, die sagen, sie beschützen einen für einen gewissen Obolus. Und wenn du sagst, das möchte ich nicht, dann sagen die, mache ich aber trotzdem. Es ist so, dass wir 1,25% unseres Bruttoproduktes für die Rüstung verwendet hatten. Das war schon aufgestockt, 10 Jahre lang um 8 Milliarden, um auf diesen Betrag zu kommen. 80 Milliarden mehr wie vor 10 Jahren. Und jetzt soll das erhöht werden. Und zwar deswegen, weil man sich eine Zielvorgabe gesetzt hatte, was man vielleicht machen könnte, noch mit Präsident Obama zusammen, der ja Friedensnobelpreisträger ist. Und damals war auch die Wirtschaft noch nicht so im Laufen wie im Moment. Das heißt, die Beträge wären auch kleiner gewesen. Es waren auch mittlerweile schon mal 4% im Gespräch und dann soll das Ganze noch schneller laufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das so alles hört, was da so passiert und was die Amerikaner wollen, was wir in der NATO investieren sollen, dann muss man auch die Rechnung aufmachen, was haben diese verfehlten Kriege gekostet, dem deutschen Volk und auch der EU, was kostete der verfehlte Irakkrieg, die ganzen Sanktionen mit Russland, da wurde die Ukraine ja destabilisiert, auch durch die USA. Da sind Einnahmen weggebrochen, die müssten durch die USA dann auch ersetzt worden werden, weil die haben ja diese Kosten verursacht. Danke. Ciao. Ich heiße immer noch, wurde viel zu schön gesagt, Brigitte Gonstein-Gülde. Und ich will eigentlich eine private, nein, es ist nicht so, Ergänzung bringen zum Hiroshima-Tag, auf den ja vorhin hingewiesen wurde, am 10. August auf der Oka-Brücke hinter dem Theater. Dort bin ich auch immer zu finden und ich habe gerade gesagt, eigentlich bin ich schon eine Institution und meistens lese ich dort, das mache ich auch sehr gerne. Das haben wir aber in diesem Jahr noch nicht besprochen. Aber ich konnte mal irgendwann nicht lesen, da bin ich fast ein bisschen beleidigt.
So, das also nur dazu. Kommen Sie dahin. Es ist erstens eine sehr schöne Stimmung eigentlich, obwohl es ja ein trauriger Anlass ist. Aber wir können ja nicht ständig hier in Trauer rumlaufen, aber wir können uns in guter Atmosphäre daran erinnern und vielleicht auch als Verbindung, es gibt Schöneres im Leben, eben solche stimmungsvollen Stunden an der Oker als ein Atomkrieg, wenn die Leute, und das ist damals da passiert in Hiroshima, um sich, die brennen, die ganzen Menschen brannten und haben sich in den Fluss gestürzt, um sich vor dem Feuer zu schützen. Und das hat nicht funktioniert. Und das sind Dinge, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Denn die Ärzte, die hier heute stehen und die ich kenne, die zu den Ärzten gegen den Atomkrieg gehören, sagen, wir können für sie nichts tun. Ich bin es bisher so gewohnt, dass Ärzte uns helfen. Dafür haben sie ein Mittelchen und eine Spritze und dieses. Das ist ja auch gut. Aber im Falle eines Atomkriegs können die Ärzte für uns nichts tun. So, für mich ist das jetzt heute beendet. Dann beenden wir sozusagen die Tagung und wir das den heutigen Tag. Und das nächste Mal, sagen wir mal, das nächste Mal treffen wir uns auch um 11 Uhr hier. Und dann müssen wir entscheiden, wie es dann weitergeht. Okay, aber heute werden wir es wahrscheinlich schon entscheiden. Okay, gut. Dann danke ich für Zuhören und die Heide singt erfreulicherweise noch einmal ein schönes Lied. Nach dieser Erde gäbe es keine, die eines Menschen Wohnung wäre. Darum Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Nach dieser Erde wäre da keine, die eines Menschen Wohnung wär. Darum Menschen achtet und achtet, dass sie es bleibt. Wem denn wäre sie ein Denkmal, wenn sie still die Sonne umtreibt? Dankeschön, liebe Heide. Es war ganz schön, ganz toll und berührend. Und du hast vorhin gefragt, immer wieder dasselbe. Ja, das sind Dinge, die Menschen, und bei mir ist das besonders ausgeprägt, wir lernen nicht von einmal hören, wir lernen durch die Wiederholung. Und deshalb finde ich es toll, wenn dieses Lied hier wieder jedes Mal von mir aus gesungen wird, das hat auch einen Wiedererkennungswert. Ich laufe auch mit meinen blauen Haaren rum, das hat auch einen Wiedererkennungswert. So, das nur als Scherz am Rande. Ja, ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder da sind. Helmut hat das ja schon gesagt. Und wenn Sie hier mit uns diskutieren oder zuhören, das wäre super. Vielen Dank.